Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Newstar Manager hier bei Heisenberg Zockt. So, was meint der gute Mann? Meiner Meinung nach sollten wir möglichst bald Folgendes verbessern. Fanshop, ja lieber Mann, nicht mit dem bisschen Geld, was wir haben. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen. Wenn ich jetzt hier zum Fanshop gehe, dann... Aha, okay, da könnte man was machen. Aber eben, 4000, 2,4, nein. Ich frage mich schon, wie man hier an mehr Geld kommt. Ist das wirklich so ein Langzeitprojekt, wo man über 5, 6 Saisons gehen muss, damit man hier mal ein paar Kröten hat? Es sieht fast danach aus, weil ich glaube, mit der Eintrittserhöhung von ursprünglich 2 auf 3 Gulden, Euro, Drohnen, nicht Drohnen, Öhren, da werden wir wahrscheinlich auch nicht reich bei. Oder sollen wir tonnenweise Spieler verkaufen? Das kann es ja halt auch nicht sein. Das bringt nichts, wenn ich hier einrichten mache. Dann kommt nämlich Knöck, nicht genug Geld. Okay, wir gehen zurück. Das heißt, wir gehen mal zum Team. Wir hätten hier, ach, ein Angebot. Okay, ich wollte gerade sagen, das nächste Spiel. Aber dann schauen wir doch mal, was wir hier an Angebot haben. Ich bin der Vorsitzende von Karl Z. Okay, jeder weiß, was gemeint ist. Karl Z. Jena. Und würde gerne McNiven für 33.000. Wow. Verpflichten. Ich bin mir sicher, sie halten das Angebot für sehr angemessen. Das ist das, was ich meinte. Das würde jetzt heißen, ja, wir würden zu Geld kommen, aber dann hätten wir natürlich den McNiven nicht mehr. Ich gucke mal schnell, wer das genau ist. Was macht der? Mittelfeldspieler. Mit 36. Potenzial 46. Das ist das Maximum, was er ja erreichen kann wahrscheinlich. 26. Okay, der hat noch 50 Wochen, also Spiele, haben wir ja rausgefunden. S steht für Spiele. 50 Spiele, Wert 20.500. Das wäre natürlich schon was. Aber ich glaube, der gute Mann, Starteinsätze 1, ja, das ist ein Stammspieler. Wir hatten ja erst ein Ligaspiel. Ja, das ist verlockend. 33.000, das ist natürlich, ja, das ist ordentlich mehr. Ein Drittel mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier die Bedenken. Okay, das sind die Bedenken, die er eben gegenüber dem Verein hat. Aktion? Ja, da könnten wir das Angebot annehmen. Wenn wir den verkaufen, das wäre natürlich, es wäre einfach eine Schwächung des Teams. Das Problem ist, ich kann jetzt hier sozusagen nicht zugreifen auf die Mannschaft. Also ich kann jetzt nicht gucken, hätten wir einen Ersatz für den. Vielleicht haben wir ja einen Jungen, meinetwegen mit Bewertung, ja, 5, 25, 30 irgendwie sowas. Und wenn wir den ein bisschen trainieren, kriegen wir den in einer Saison auch auf das Level. Das würde mich jetzt eben schon interessieren. Aber wenn ich jetzt hier zumache, dann ist das Angebot weg. Im Prinzip müsste man hier irgendwo klicken können. Ja, eine Überlegungsphase, dass man eine Überlegungsphase hat und das später entscheiden kann. Ja, Leute, wir brauchen das Geld, aber ich werde den nicht verkaufen, weil das wird uns dermaßen schwächen. Und man weiß, wenn man ein bisschen was von Fußball versteht, wie wichtig das Mittelfeld ist. Das würde ich tatsächlich einfach bleiben lassen. Okay, wir gehen raus. Dann haben wir das Spiel. Wir machen den Assistentenvorschlag. Wo ist denn der jetzt? Der spielt nicht mal. Das ist aber ein Scherz. Kann ich dich verkaufen? Warum spielt der denn nicht? Weil er ein bisschen im Eimer ist. MZ. Mittelfeldzentral. Der ist doch schwächer. Offensichtlich stellt der Assistent tatsächlich. Der stellt zwar Schwächere hin, weil sie hier mehr Energie haben. Und den lässt er draußen, obwohl der stärker ist. Der wäre sogar... Der wäre ja nicht mal im Team. Come on, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Warum das denn? Wisst ihr was, jetzt mache ich mal einen kleinen Test. Wir haben hier ja Energie. So, wir geben dem mal so ein Teil. Jetzt hat er maximale Energie. Und wenn ich jetzt auf Assistentenvorschlag gehe, ja schau an, dann ist er plötzlich wieder drin. Das heißt, man muss im Prinzip immer relativ genau gucken, was der Assistent macht. Weil, also das hätte ich jetzt nie gemacht. Ein wegen weniger Energie, der so viel besser ist wie der andere hier. Ja, draußen zu lassen. Okay, gut. Ansonsten... Der ist hier noch ein bisschen platt, der ist platt. Die lassen wir aber für den Moment. Und der ist halt hier verletzt, da können wir nicht viel machen. Ich glaube, wir haben keine... Nein, haben wir nicht. So eine Karte, wo man die Leute wieder gesund kriegt. Dann machen wir mal das Spiel. Gegen wen geht's denn? Gegen Lotte. Würzburg wurde vom Liga-Offiziellen für... Das geht immer ein bisschen schnell irgendwie. Zack, ist es wieder weg. Gegen Lotte. 18. Die sind also letzter. Aber ja gut, nach einer Runde kann man da nicht viel sagen. Die hatten vielleicht einfach auch einen schlechten Tag. Wir werden es gleich wissen. Haben wir ja nochmal Assistentenvorschlag. Da ändert sich nichts mehr. Okay, wir bestätigen. Und dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier rausholen. Okay, wir fangen mal an. Okay, unser erster Ball.
Je nachdem, ich muss dran denken, da könnte man natürlich mit der Spielleistung noch zurückgehen. Oder der Energieleistung, damit eben die Leute nicht so platt sind. Ich glaube, das wird nichts. Wir machen das mal so. Das war schlecht eingezeichnet. Jetzt stand noch in den Kommentaren, wenn ich hier außerhalb des Kreises irgendwo hinklicke, dass der Mann hier hinrennt. Das würde heißen, dass wir eben doch gehen. Dass die Leute ja vernünftig in den freien Raum laufen, wenn sie den Ball haben. Ich teste das mal. Was passiert, wenn ich hier klicke? Weil ich habe darunter geschrieben, dass dann einfach der Ball dahin gespielt wird. Ja, dem ist auch so. Schade, wäre ja schön gewesen. Oder war das anders gemeint? Ich teste. Nee, im Moment, ich teste es erst, wenn wir irgendwie, ja, nicht gerade so eine Situation haben, wo was rausgucken könnte. Weil das sieht nämlich gar nicht schlecht aus. Oh, aber jetzt haben wir es wieder grün. Das gibt wieder. Oh, ein Roller. Ein Rollertor. Ein Rollertor für Real Heisi. Wiederholung. So, Moment, da muss man die Perspektive noch ein bisschen ändern. Da habe ich Glück gehabt, dass der aufgepasst hat hier, der Kollege. Ja, also das ist natürlich aber der Torwart hier. Okay, die sind ja auch nicht umsonst letzter. Die Leute hier von Lotte. Gut, wir verlassen das. Wir führen 1-0. Wir hatten geschossen, der Huber, der hier. Sehr nett. Okay. Noch ein Freistoß. Was wollte ich denn jetzt noch testen? Irgendwas wollte ich doch noch testen. Ach ja, wenn ich mit dem Ball eben laufe, ob ich dann, wenn ich außerhalb klicke, tatsächlich dahin renne. Das werden wir gleich sehen. Lauf du mal, wenn du hier hinläufst und der Ball hier hinkommt, das müsste klappen. Jawohl. Und jetzt ein Schuss. Oh, Foul. Elfmeter. Nee, doch nicht. Das war doch ganz klar im Strafraum drin. Ich sehe es doch. Hier, Ball. Naja, dann eben nicht. Aber das bringt natürlich in dem Sinn nichts. Ich wüsste nicht, wie ich hier über die Mauer komme. Ich glaube, das müsste man noch ein bisschen üben. Im Prinzip natürlich hier außenrum, da ins Eck rauf. Das wird niemals klappen. Ich versuch's trotzdem mal. Das würde heißen, so schießen. Nee, so im Prinzip. Nee, so sogar. Und dann mit ordentlich Effet und hoch. Das würde heißen hier. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich hier unten klicke, ob er dann nicht 10 Meter übers Tor geht. Ich weiß natürlich nicht, wo ich genau hinzielen muss. Ich versuch's mal so. Ja, okay. Ist ausbaufähig. Aber eben, diese Freistöße, ich sag mal, ja, die sind auch ausbaufähig. Also, was unsere Ausführung anbelangt. Jetzt könntest du mal da lang. Oh, der ist hier auch noch relativ schnell, aber okay, den wollten wir gar nicht anspielen, ist aber auch okay. Jetzt steht der da aber im... Das wollte ich gar nicht. So ein Käse. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Perspektive wechseln, damit ich sehe, ob der andere im Abseits steht. Naja, wir führen 1-0. Was soll's? Wir haben nochmal eine Chance. Der Herr Huber kriegt den Ball. Jetzt würde ich sagen, der Herr Huber, der rennt mal. Ah, guck an, jetzt... blöd. Jetzt hätte es aber eigentlich geklappt. Ja, irgendwie den Ball abjagen kann ich auch noch nicht. Das müssen wir nochmal üben. Okay, Pause. Ist ja einer völlig im Eimer. Wir schauen mal schnell. Karten. Ja, eine Energiekarte haben wir noch. Sollen wir die mal rausholen? Der Herr Huber ist schon nicht mehr so wirklich. Weil das Problem ist, wenn die natürlich platt sind, die verletzen sich dann auch viel eher. Also da muss man tatsächlich auch drauf aufpassen. Ich würde sagen, wir investieren das mal in den Herrn Huber und machen weiter. Okay, und hier gehen wir jetzt... Ah, kann ich wieder nicht, weil wir sind schon wieder im Angriff. Aber das ist natürlich auch schön. Jetzt werde ich mit dem mal laufen. Und jetzt möchte ich mal gucken, wenn ich jetzt hier vorne... Das ist halt genau das Problem. Das funktioniert auch nicht. Habt ihr jetzt gesehen? Das habe ich vorher schon irrtümlicherweise gemacht. Oh, ist aber ein guter Pass gewesen eigentlich. Denn, ja, wenn ich zurückziehe, damit er zu laufen beginnt, und dann außerhalb von diesem Kreis klicke, ja, er spielt halt den Ball dahin. Also das funktioniert nicht. Was machen wir denn jetzt am besten? Auf den kurz... zurücklegen, wird nicht viel bringen, weil hier ist zu. Hier zurück wäre eigentlich eine Aufgabe der guten Position. Abseits kann es ja nicht sein, weil wir sind hier vor dem Dingens, also sprich, das wäre ein Rückpass. Vielleicht hier hin und dann an den weiterleiten. Ich guck mal. Kriegt er den Ball? Nein. Schade. Wir haben den Ball aber noch. Nee, doch nicht. Ah, schade. Halt, Neuversuch. Ja, hat auch nicht geklappt. Machen wir nachher. So, ja, wenn wir nochmal dazu kommen. Oh lala. Okay, ich mache hier mal noch ein bisschen. Anon, gehört er zu uns? Bitte nicht. Nee, der gehört zu Lotte. Okay, dann ist in Ordnung. So, jetzt haben wir noch eine Chance. Ab zu Herrn Winter mit der Kugel.
Und dann du läufst hier rein und der Ball kommt hier hin. Oh, na das hat ja schon mal perfekt geklappt. Jetzt haben wir hier einen Kopfball, den legen wir zurück. Ui, das war ja ein Zeitfallzieher. Herrlich. So, nach hier vorne. Gleich nochmal nach vorne. Und jetzt der da rein. Das wäre doch eine Idee. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, ich habe schon wieder falsch geklickt. Ja, das machen wir nochmal. Ne, wir machen wir nicht nochmal. Wir machen hier weiter. Wir hätten ja noch die Option, dass wir es eben nochmal versuchen. Was drücke ich denn hier zusammen? Also irgendwie, Moment. Ja, gleich haben wir einen Eckball. Also, oh, keine Neuversuche. Naja, egal. Wir haben noch eine Chance. Ich muss ein bisschen genauer klicken. So, dahin. Dann hierhin. Dann gehen wir hinten rum. Zu dir. So. Ja, nee, möchte ich nicht. Ich wollte. Wisst ihr was? Wir ziehen den hier raus. Oder ob das reicht, dass wir den hier erreichen? Ich weiß es auch nicht. Wir ziehen den mal hier raus. Spielen den aber relativ kurz. Nicht, dass er da noch ins Aus raus rennt. Kann ich jetzt in die Richtung rennen? Wahrscheinlich eben nicht. Nee, ist rot. Ist wieder gesperrt. Hier, kann ich zurück. Okay, wisst ihr was? Das ist mir zu heiß. Wir machen das mit so einem Kurzpass. Hier hin. Dann hier hin. Hier hin. Und jetzt würde ich gerne schießen. Und zwar da lang. Und zwar scharf. Jawohl, na das war doch ein Tor. Wie Lothar Matthäus in seinen besten Tagen. Das muss ja mal 1990 gewesen sein. Da möchte ich natürlich die Wiederholung sehen. Aha, die fangen hier gleich bei Adam und Eva an. So, mal ein bisschen reinzoomen. Ist schon nett gemacht. Sieht halt aus wie so ein, ja, so ein FIFA von 1995. Oh, war ein cooles Tor. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter. 2-0. Und fertig ist das Spiel. Oh, ein Tor aus 30 Metern war das sogar. Na, das ist ja sehr schön. So, 2-0 gewonnen. Da würde ich mir jetzt aber auch noch nicht so viel drauf einbilden, weil ich glaube, diese Lotte, die waren tatsächlich nicht unbedingt das Maß aller Dinge. Die meisten unserer Schüsse gingen aufs Tor, das ist schon mal gut. Unser Mittelfeld hat das Spiel kontrolliert, jawohl. Wir sollten uns über dieses Ergebnis freuen und uns dann auf das nächste Spiel konzentrieren. Da hast du recht. So, das sieht schon mal gut aus. Und wie sieht es hier aus? Ui, Rang 3. Okay, 2 Spiele, 6 Punkte. Wie hier, Hirschl und Mappen ebenfalls. Gut. Das müsste hier doch auch was bewirken. Ja, ist wieder ein bisschen raufgegangen. Außer bei der Presse. Die Presse mag uns irgendwie überhaupt nicht. Okay, aber jetzt... Oh, schaut mal, der Vorstand. Er ist überzeugt von uns. Sehr nett. So, wir brauchen oder wir nehmen eine Fitnesskarte. Stärke. Sehr gut. Gleich zum Team gehen. Geld haben wir halt immer noch keines. Wem geben wir diese Karte? Moment, nicht Aufstellung. Ja, Moment. Das ist ja eben noch... Da kann man die taktische Variante wählen. Ich habe jetzt halt immer 4-4-2. Da könnte man früher oder später natürlich auch mal noch was wechseln. Ich weiß nicht, müssen die eingespielt sein? Nein, ich glaube nicht. Also, ich kenne halt von solchen Fußballmanagern auch, dass man diese Sachen erst im Training üben muss. Aber das scheint soweit zu klappen. Da kann man frei wählen, was immer man will. Ich bleibe jetzt mal beim 4-4-2. Ist einfach... Ja, wir haben jetzt mit dem angefangen und Erfolg. Was sollen wir jetzt hier ändern? Das hier wäre natürlich auch gut. 4-1-4-1 gefällt mir auch immer gut. 3-5-2 wäre noch was, aber ja, hier haben wir so ein komisches 3-5-2. Ach, steht ja hier. Ne, 5-3-2 ist das. Haben wir 3-5-2 nicht? Haben wir gar nicht. Könnte man wahrscheinlich selbst zusammenbasteln. Kann man die hier ziehen? Nee. Aber das kann man natürlich hier entsprechend, nehme ich an, verschieben. Was wollte ich jetzt? Ich wollte hier zu den Karten. Stärke. Wer kann Stärke gebrauchen? Ich denke mal jeder. Vielleicht sogar McNiven hier im Mittelfeld. Ja. Oh, aber der ist hier völlig platt, der Kollege. Wobei, Moment, wir sind ja eigentlich noch am Anfang der Woche. Da würde ich jetzt noch nicht mit der Energie hier rumballern. Das machen wir, wenn der beim Spieltag dann nicht okay ist. So, ein Angebot. Im Prinzip müsste man das jetzt alles auswendig lernen. Was haben wir hier an Ersatzspielern? Wer spielt? Damit wir wissen, ob wir irgendwie einen von denen hier verkaufen könnten. Ich guck mal. Ich bin der Vorsitzende von F. Köln, Fortuna Köln, und würde gerne Sachs für 22.000 verpflichten. Okay, Sachs. Sachs, sag mal was. Ist das nicht der Torwart? Das ist, glaube ich, unser Ersatztorwart. Kann das sein?
Wo haben wir es denn? Verteidiger. VRVZ. Nee, dann ist es aber doch nicht der Ersatztorwart. Definitiv nicht. Verteidigung rechts, Verteidigung zentral. Ja. Stammspieler. Der spielt. Bewertung 32, 25 ist er. 13,5 hätte er Wert. 22 nur bekommen. Wisst ihr was, jetzt machen wir das mal. Sonst kommen wir hier nie in die Gänge. Wir werden das merken, dass der fehlt, ganz klar. Aber wenn wir schon so ein Angebot haben, ja, wir nehmen das jetzt mal an. Oder kann man hier irgendwie noch feilschen? Glaube nicht, das kann man einfach annehmen. Okay. Real Heisi hat Sachs an F. Köln verkauft. Absolut enttäuscht, Real Heisi zu verlassen. War dort sehr zufrieden. Schade, Herr Sachs, das tut mir natürlich leid. Was ist hier los? Oh, da kommen gleich die Kommentare reingeschneit in rauen Massen. Ja, okay, aber Leute, wir müssen halt das Geld haben. Es hilft ja nichts. Jetzt schauen wir hier nochmal. Ah, da erreichen wir eine neue Stufe. Wunderbar, dann kriegen wir nämlich nochmal Karten. Jawohl, die sammeln wir ein. Mal gucken. Oh, sehr schön. Nochmal ein Dribbling. Das ist wieder was für einen Stürmer, würde ich sagen. Gut, okay. Team. Karte. Dribbling. Für den Herrn Winter. So, wunderbar. Den kriegen wir hier noch bedeutend rauf, würde ich mal sagen. Was ist mit Herrn Lohmeier? Der spielt auf der falschen Position, deswegen blinkt er. Wenn ich dem jetzt hier diese andere Karte geben würde, dann wäre er wahrscheinlich, würde er nicht mal blinken, dann hätte er die Position erlernt. Das möchte ich aber noch nicht machen. Ich möchte hier erstmal diesen hier. Und dann ist der Herr Hörder auf der falschen Position. Soll ich es doch mal noch machen? Wir haben das Spiel vor uns. Ja, ja, wisst ihr was, das machen wir jetzt mal. Dafür haben wir die Karten. Seite hinzufügen. Das müsste eigentlich auch klappen. Jawohl. So, wenn ich jetzt rausgehe, jetzt blinkt er nicht mehr. Jetzt ist er hier Verteidiger links zentral. Jetzt passt es mit der Position. Aber der ist ja völlig im Eimer, der Kollege. Wenn ihr hier guckt. Sonst noch ein, der völlig im Eimer ist. Ja, hier geht's eigentlich. Jetzt spielt aber der andere wieder nicht mehr. Wo ist er denn? Moment, hier kann man natürlich noch weiter. Kosmann, Winter. Winter ist draußen. Ja, gut, wir lassen das mal so laufen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Wer ist denn unser Gegner? Carl Zeiss Jena. Okay, wir fahren fort. Machen den hier nochmal. Ja, dem Herrn Herder, dem müssen wir hier glatt mal noch so ein Teil geben. So, dann haben wir den wieder grün. Das ist noch okay. Ich würde die mal so lassen. Gut, wir bestätigen. Und jetzt werde ich schnell schauen. Das ist hier wieder in der Ursprungsversion. Ausgeglichen. Wir fangen mal ausgeglichen an. Hier mit mittlerer Spielleistung. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, 15 ereignislose Minuten. Jetzt gibt es einen Freistoß für Carl Zeiss. Aber der hat irgendwo, ja, in den Himmel raufgeschossen zum Glück. Oh, aber irgendwie so richtig. Jetzt haben wir eine Chance. Gut, das sieht gar nicht schlecht aus. Ab zu Junior. Oh, warum nimmt der den Ball nicht an? Oh, aber der steht gut. Moment. Na, in die nahen Ecken würde... Na, in die nahe Ecke würde ich gern schießen. Und da klingelt es bereits zum ersten Mal aus 16,6 Metern. Herrlich. Wiederholung. Oh, ich war zu spät. Schade. Der Herr Huber war das. Der ist zwar auch müde, aber der trifft noch. So, wir haben Halbzeit. Können wir hier irgendwas machen? Nein, wir haben keine Karte. Vielleicht irgendwie einen auswechseln, damit er ein bisschen sich entspannen kann. Wir lassen mal nochmal ein Momentchen laufen, würde ich vorschlagen. Dann werden wir so in der 60. Minute mal gucken, wie das hier aussieht. Aha, wir haben wieder den Ball. Okay, mal hier rüber. Dann läufst du hier rein. Und hier kommt die Kugel. Oh, der läuft auch hier, der Blaue. Schade, der hat den Ball. Kann ich den jetzt irgendwie wegnehmen? Den betäuben oder irgendwie was? Nee, geht nicht. War nichts mit betäuben. Chance für Carl Zeiss. Oh, nö. Okay. Hier erhöhen. Wir haben einen Angriff. Ich muss dann trotzdem nochmal schnell gucken, wie das aussieht mit den Energien. Oh, der geht daneben. Ja, das war klar. Ich habe zu spät geklickt. Der geht nicht mal ins Aus. Das war wieder so ein Roller. Kann ich dich angreifen? Ich würde dich gerne angreifen. Hier, Energien. Oh, ja, okay. Oh. Nein, 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 nein. Ich muss da noch auf
Vollangriff setzen. Na, das müsste doch funktionieren. Renn, 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 renn. Der ist doch schneller. Unser ist schneller. Gib ihm. Jawohl, sehr schön. In die Richtung rennen. Oder dann schieß mal in die Richtung. Aber scharf. Jawohl, jawohl. Pfostentor. Puh, ausgeglichen. Aus 30 Metern fast. Jetzt habe ich wieder die Wiederholung verpasst. Arg. So, bitte nochmal. Oh, sehr schön. Ja, jetzt könnten wir den Siegestreffer schießen, wenn wir es denn schaffen. Der müsste doch mit einem Dribbling hier dran vorbeikommen. Ja, aber nur, wenn er da in den freien Raum könnte. Ja, zurück kann er. Also, wie doof ist das denn? Ne, das lassen wir. Aber du kannst natürlich hier lang. Und jetzt musst du halt einfach wieder schneller sein. Ne, das wird nicht klappen. Ah, wie doof. So, kann ich dich irgendwie... Jawohl, das hat geklappt. Jetzt habe ich, glaube ich, zum ersten Mal einem den Ball abgenommen. Wenn du dahin, dann mit dem Ball hier so diesen, das wird nicht funktionieren, aber du könntest hier lang. Wir spielen den Ball da lang. Jawohl, das hat perfekt geklappt. Und eine Granate darunter. Was für eine Parade. Wow. Okay, und jetzt? Wir spielen mal einmal hinten rum. Okay, und jetzt in die nahe Ecke schießen. Das war wieder so ein Roller. Also teilweise, oh, Neuversuch. Das werden wir natürlich noch kurz machen, weil das Spiel ist eh gleich rum. Und jetzt machen wir es irgendwie anders. Die Frage ist wie. Ich denke, ich laufe mal. Ach, jetzt kann ich plötzlich geradeaus rennen. Ja, das hat viel gebracht. Ball wegnehmen, los. Dreht den. Nicht geklappt. Aber wir haben gewonnen. Ne, Blödsinn, wir haben unentschieden. Ja, das war die Macht der Gewohnheit, dass ich dachte, wir hätten gewonnen. Doch bloß ein Unentschieden. Bin ich nicht so überzeugt von. Unsere Schüsse waren äußerst treffsicher. Wir hatten überwiegend den Ballbesitz. Ein verblüffender Auftritt von Junior. Aha, das müsste man sich vielleicht merken. Ja, Carl Zeiss wird vom Unentschieden enttäuscht sein. Echt jetzt? Was denkst du, was wir sind? Ja, wir sind immerhin immer noch Dritter. 7 Punkte. Naja gut, ich glaube. Ach, die haben ein Angebot zurückgezogen. Okay, haben wir irgendwas vergessen? Keine Ahnung. Hä? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir für den Angebot hatten. Naja, wie auch immer. Ist ja egal. Die sind immer noch ein bisschen überzeugt. Okay, wir können nichts machen. Die haben alle Abklingzeit. Das heißt, wir nehmen hier Energiekarten, weil die brauchen wir natürlich auch. Dann haben wir hier ein Interview. Frage unter Druck. Wie viele Besucher fasst aktuell ihr Stadion? Das sind 2000. Und in der Regel kommen, glaube ich, etwa 1000. Da gibt es da Karten. Vertragsverlängerung. Da müsste, glaube ich, der Spieler einfach zusagen. Und zwar zwangsweise, wenn wir die Karte nehmen. Und das Treffen, das konnte ich leider immer noch nicht austesten, weil die Spieler irgendwie, die sind ja alle immer zufrieden, wenn man sie treffen will. Gut, machen wir den mal hier. Da haben wir nochmal ein Angebot. Ich bin der Vorsitzende von Babels und biete 12,5 für Huber. Da haben wir es doch. Also das ist doch genau der Huber. Naja, wir prüfen das mal. Wir haben 30.000. Wir müssen dann zum Sportplatz noch. Nee, Huber. Nee, auch nicht. Nein, auch wenn er 29 ist, das ist ja der, der alle Tore schießt hier. Statistiken, ja, guck mal, Einsätze. Tore 2, 2 Tore in 3. Ja, das ist... Ja, nee, das könnt ihr vergessen. Den verkaufen wir nicht. Aber wir gehen hier hin. Jetzt schauen wir mal. Den Fanshop müssen wir doch eben ausbauen. Wo war das? Fanshop. Irgendwo war doch hier ein Fanshop. Da ist er doch. So, erziele Einnahmen durch Verkäufe im Shop. Das richten wir mal ein. So, und schon klöppeln sie hier den Fanshop hoch. Sehr schön, dauert eine Woche, so wie das hier steht. Und wir haben immer noch 25.000. Das heißt, wir könnten uns hier natürlich noch mal ein bisschen umsehen. Stadion würde ich jetzt nicht mal ausbauen. Höchstens, ich würde halt gerne den Dingens hier, den Dingens, den Rasen ein bisschen besser machen. Wenn das nur kaum bespielbarer Sumpf ist. Wir machen das mal. Wir richten das mal ein. Okay, Chef, deine Einrichtung Spielfeld wurde verbessert. Das haben die Jungs wirklich toll gemacht. Naja, du kannst die Einrichtung jetzt jedenfalls nutzen. Ach, ist es schon besser? Wenn ich hier draufklicke. Verringert den Energieverlust während des Spiels. Das wäre aber auch noch wichtig. Aber dann haben wir das Geld nicht mehr. Ne, das können wir nicht machen. Was haben wir hier noch?
eröffne eine Finanzabteilung. Nein, also da ist ja eh was im Bau. Hier hat nur noch Stufe 2 beim Scout. Der erkennt die Fertigkeiten eines jeden Spielers. Ja, wenn wir eh da nichts machen können, von wegen Geld mit Spielerkauf. Betrachte die Eigenschaften deines Teams. Steigere das maximale Heilen auf minus 2. Das könnte man sicher brauchen. Ich gucke aber nochmal weiter. Verlängere die Standardvertragslänge von Spielern des Nachwuchszentrums. Sicher auch nicht schlecht. Verbessere die Erholung nach dem Spiel. Gesperrt? Ach, weil wir das Trainingsgelände nicht haben. Was man dafür braucht? Eine Chance auf Zusatzseitenkarten. Okay, auch nicht das Schlechteste. Und das hier ist halt, ja, der Stadionausbau. Der macht, wie gesagt, meiner Meinung nach keinen Sinn, wenn wir nicht allzu viele Zuschauer haben. Jetzt gucken wir mal hier oben noch schnell. Transferfenster ist offen. Was bräuchten wir denn? Den haben wir hier halt, ja, unter Beobachtung. Bewertung 28. Ist jetzt nicht so der Kracher. Wir brauchen, bevor wir hier beim Transfermarkt gucken, mal ganz schnell, nicht die Mitarbeiter. Fehlt hier eigentlich noch einer? Nee. Sondern beim Team mal gucken. Wie sieht das denn genau aus, wenn ich hier auf Info gehe? Nee, da sieht man doch hier Team anzeigen. Nee, das ist genau der falsche Dingens. Ich hätte gerne so eine Liste von allen, damit ich die wirklich ordnen kann. Nach ihren Positionen, dann würde ich sehen, wer ist hier am stärksten, wer nicht. Wenn wir das mal so machen. Und hier gucken. Hier haben wir noch einen Verteidiger rechts mit 35. Der würde eigentlich hier hingehören. Der spielt aber wieder nicht, weil der hier bessere Werte hat. Also mehr in Form ist. Also weniger down ist, so meine ich. Und sonst ist halt schwierig sozusagen, was fehlt uns. Wo haben wir denn jetzt? Wir könnten mal, wisst ihr was, wir nehmen mal überall die Besten. So, das wäre mal der hier. Dann haben wir hier 32 SR. Sturm rechts, den brauchen wir in dem Sinn gar nicht. ML wäre Mittelfeld links mit 39. Da haben wir einen MR mit 31, der wäre auch noch ein bisschen besser. Da müssen wir hier noch weiter. 29, MZ 29 wäre auch besser. Na, kann ich dich nicht nehmen? Doch, jetzt klappt's. Für, ja, nehmen wir mal den hier. Was haben wir hier zuhinterst? Junior, den Stürmer mit 13, können wir vergessen. Hier haben wir 37 MZ. Na, das bräuchten wir doch. Machen wir den mal hier hin. So, und jetzt haben wir hier im Prinzip die nominell Besten. Von der Zahl her. Wenn wir jetzt gucken. Im Prinzip bräuchten wir einen zentralen Verteidiger, der noch ein bisschen besseren Wert hat. Haben wir im Mittelfeld tatsächlich nur auch nur 29er. Da müsste man auch nochmal zuschlagen. Ja, ein Verteidiger zentral. Wir suchen das mal ganz kurz. Ich sehe gerade, die Zeit ist eh schon völlig rum. Aber Moment. Verteidiger zentral. Kann man hier, da kann man diesen. Verteidiger rechts zentral. Hier hätten wir einen zentralen. Ach du grüne Neune. Wir haben 18.000. Hier oben. Da hätten wir welche für 20. Ja, aber 35. Das ist natürlich für einen Fußballer kein Alter mehr. Da ist er die ganze Zeit verletzt. Nee, das würde ich bleiben lassen. Hier für 14.000. Ja, 39 ist natürlich schon nicht so übel. Verfügbar mit Scoutbüro 2. Das heißt, wir können ihn nicht scouten. Verteidigung zentral, Verteidigung links. Für 10.500. Sollen wir den mal kaufen? Ich würde ja normalerweise so einen zuerst beobachten. Aber ich werde jetzt mal den tatsächlich kaufen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Startpreis 14.875. Wir gucken mal, wie das geht. Aha, da muss man wieder diesen hier machen. Hui, Schwein gehabt. Ui, Schwein gehabt. Ui, Schwein gehabt. Okay, dann kriegen wir den Preis ein bisschen runter. Ja, den möchten wir kaufen. Für 40 Spiele. Sauber. Da kommen hier natürlich gleich wieder die Meldungen. Herzlich willkommen hier bei uns. Und jetzt möchte ich hier beim Team gucken. Ja, jetzt ist das Geld natürlich wieder weg, aber dafür haben wir es. Halt, ich brauche das Team. Das war hier unten. Da haben wir es ja. Assistentenvorschlag. Und da haben wir ihn. Da ist er doch, der Herr Weintraub. Das wäre natürlich auch noch ein Starker hier. Der ist aber immer noch verletzt. Zumindest noch eine Woche, so wie es aussieht. Ja, passt doch eigentlich. Also ich denke mal, wir haben uns jetzt zumindest auf der Position ordentlich verbessert. Hier im Mittelfeld müssen wir noch gucken. Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Gut, jetzt werden wir den hier noch schnell machen. Gut, und wir gehen wieder zum Team. Und dann würde ich sagen, ja, ich sage mal Tschüss. Weil das nächste Spiel, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Spiel wieder oder beim nächsten Spiel. So klingt es, glaube ich, besser. Danke fürs Zusehen, bis dann. Tschüss.